Beim Eingangsbereich haben wir Abstandsmarkierungen angebracht. Da können sich die Leute geregelt anstellen und müssen dann auch allerdings eine Maske tragen, weil es vor der Kasse ein bisschen eng werden könnte beim Durchgehen. Aber wir haben das extra etwas enger gemacht, damit wir auch alle erfassen, logischerweise. Und den 1 Euro, den man bezahlen muss als Eintrittsgeld, der ist wirklich nur gedacht für die ganzen Hygienevorrichtungen. Die Hygienespender mussten angeschafft werden, die Zäune außenrum müssen gemietet werden, die Hygieneflüssigkeit muss ja da sein. Und wir wollen das nicht den Karussells und anderen Geschäften auferlegen, dann müssten die ja ihre Preise erhöhen. Das wollen wir natürlich nicht. Zum Karussellfahren braucht man sich nicht registrieren. Nur wenn man einen Kaffee trinken möchte oder etwas essen möchte und sich dabei hinsetzen will, dann muss man eben seinen Namen, Telefonnummer hinterlassen, genau wie es beim ortsüblichen Bäcker auch ist. Natürlich gibt es bei jedem Geschäft Desinfektionsvorrichtungen zum Hände desinfizieren. Dann gibt es überall geregelte Anstellschlangen mit Abstandsmarkierung. Damit die auch gut eingehalten werden können, haben wir das überall optisch angebracht. Dann gibt es zum Beispiel bei dem ersten Karussell hier einen Eingang und einen Ausgang. Nicht wie es auf einem Jahrmarkt üblich ist, dass man sich drängelt. Jeder, der hierher kommt, hat mit Sicherheit eine Maske mit, da gehen wir von aus. Falls es irgendwo zu Drängeleien kommen sollte, haben wir auch Sicherheitspersonal hier, die gleich eben das ein bisschen entzerren können, damit es gar nicht erst zu Unruhe kommt oder zu großen Aufläufen. Weil, wie gesagt, es ist keine Party und kein Bruxer Markt hier. Das ist hier eine Art Vergnügungspark, zielausgerichtet auf die ganze Familie, nicht auf Jugendliche. Natürlich können die auch kommen, selbstverständlich. Jeder darf zu uns kommen, aber es ist hauptsächlich für Familien gedacht.